damit du im Resident Evil 4 Remake die Trophy Tote Schoßhunde beißen nicht ganz leicht freischalten kannst, musst du einfach nur während Kapitel Nummer 10 unten im unterirdischen Versuchsgelände den Verdugo umbringen, musst ihn besiegen, darfst also nicht so lange irgendwie nur die Gänge ablaufen und ihm aus dem Weg gehen, bis der Fahrstuhl dann gerufen wurde, sondern wie im Original musst du, nachdem du den Schalter hier umgelegt hast, wirklich auch im Kampf gegen den Verdugo antreten. Wir machen das Ganze jetzt mit einer gewissen Strategie, und zwar taucht er jetzt hier vorne das erste Mal auf. Wir rennen dann hier nach rechts und dort hinten haben wir auch gleich die erste Eisfalle, die wir dann betätigen können. Und dort läuft er dann hinein. Im Vorfeld haben wir beim Händler hier unten im Bereich vom unterirdischen Versuchsgelände auch noch ein paar schwere Granaten hergestellt. Die haben wir ihm jetzt schon mal zwischen die Füße geworfen. Anschließend bearbeiten wir ihn einfach nur mit der Flinte. Und haben auch im Vorfeld noch eine Weste mit angezogen. Und obwohl das Ganze jetzt hier auch wirklich nur auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad ist, brauchst doch ordentlich Munition, die du mitnehmen solltest, und ordentlich ja Waffengewalt, um dann wirklich auch hier den Schoßhund zur Strecke zu bringen. Nachdem wir jetzt hier ihn das erste Mal bearbeitet haben, können wir jetzt hier in den langen Gang. Du siehst doch jetzt, es wird automatisch natürlich der Aufzug getriggert. Wie bereits erwähnt, kennen wir das ja auch so schon aus dem Original. Und hier den langen Weg entlang, jetzt wird er auf jeden Fall das ein oder andere Mal angreifen. Dort musst du dann mit R3 ausweichen im richtigen Moment, also Leon duckt sich dann zum Beispiel, und nachdem du dann hier rechts in den Raum hinein kannst, hast du hier noch ein paar Kisten, die kannst du auf jeden Fall nochmal ja zerstören, sodass du da an den Stuff kommst, der da drin ist, und dann kann der Verdugo hier zum Beispiel einfach von der Decke kommen oder dort links aus der Röhre, das ist manchmal unterschiedlich. Hier in dem Fall kam er jetzt von der Decke, wir gehen dann direkt hier durch die Tür und müssen dafür sorgen, dass er uns hinterherkommt. Da war ich jetzt der Meinung, er wird vielleicht hier oben einfach nur in die Decke springen, aber nein, er kam dann doch schneller, als mir lieb war. Und hier kannst du ihn dann sozusagen in die nächste Eisfalle locken und dort rennt er dann hinein. Er dreht sich dann immer so, deaktiviert quasi diese Eisfalle, aber du hast die Möglichkeit dann da eine Granate auf ihn zu werfen und hast natürlich, dadurch, dass er wieder gestunt ist, die Möglichkeit, ordentlich was auf ihn drauf zu feuern. Das musst du auch wirklich, du siehst, dass er echt mega viel einstecken kann. Ja, und hier wollte ich jetzt erst zurück wieder gehen, aber dann ist mir noch eingefallen, hier gibt es jetzt noch einen Schatz, den haben wir jetzt hier noch zum Beispiel freigelegt, als wir ganz am Anfang den Schalter umgelegt haben. Den nehmen wir natürlich gerne noch mit. Wenn du generell wissen willst, wie du an alle Schätze kommst, dann habe ich dir dafür auch nochmal ein eigenes Video erstellt, wo du alles findest, zum Beispiel im Dorf oder aber auch in der Burg. Sind relativ lange Videos, aber so kannst du nichts verpassen. Ja, jetzt gehen wir hier hinten den Weg weiter entlang. Du siehst, hier ist die nächste Eisfalle. Und jetzt müssen wir wirklich nur dafür sorgen, dass er auch hier wieder hineinläuft. Und dann haben wir ihn das dritte Mal eingefroren, werfen wieder eine große Granate auf ihn und danach noch ein paar Schüsse mit der Flinte. Und dann ist er tatsächlich erledigt. Das Ganze kannst du natürlich so häufig wiederholen, bis er dann tatsächlich umfällt. Auf den höheren Schwierigkeitsgraden kann er natürlich auch ein bisschen mehr einstecken. Aber so bekommst du dann die Trophy Tote Schoßhunde beißen nicht. In diesem Sinne, hab vielen Dank, dass du hier mit dabei warst. Und es würde mich freuen, wenn du bei einem weiteren Guide wieder mit reinschaust. Also, hau rein und mach's gut.